glaube, ich werde mich jetzt einmal von diesem Ding killen lassen hier rechts. Von diesem. Hi, Onigamen TV. Okay, das ist neu. Ich meine, ich wollte mich eh umbringen lassen, aber das war neu. Aber ich habe immer noch. Ich habe keine Batterie. Mit dem Feuerzeug kann ich nichts machen. Lass mich das doch nutzen. Wie geht's denn, Onigam? Ich hoffe, es geht dir gut. Ich glaube, wir stecken hier gerade fest, weil keine Batterien vorhanden sind. Das ist Alan, ein 2D-Pixel-Horrorspiel mit ein bisschen Rätselelementen, in der wir rausfinden müssen, was mit der kleinen Alan bzw. der Familie Smith, deren Eltern und Bruder passiert ist. Und hier sind welche, irgendwelche bösen Viecher, wie dieses Messerwerfding, was wir gerade gesehen haben. Und da oben ist noch so ein Teufelteil. Und ich weiß nur, dass der Schatten böse ist, aber ohne Licht, um gegen den Schatten was zu tun, bin ich halt leicht aufgeschmissen. Achso, du meinst, dass ich vielleicht in einem dunklen Raum drinne bin und dann das Feuerzeug nutze. Das wäre ja eigentlich zu logisch, nicht wahr? Aber ich versuch's mal. Das würde halt Sinn machen. Aber ich kann es mir auch nicht in die Quickleiste ziehen. Ich glaube, da wird Not Useful stehen. Ich kann es nicht lesen, weil es zu dunkel ist. Aber ich kann es auch nicht auswählen hier. Es ist irgendwie nicht gehighlightet. Ja, das hier, ja. Das kann ich rausnehmen aus meinen Quickslots. Ich kann die aber... Ah, warte. Vielleicht. Vielleicht gibt es einen Knopf, mit dem ich das nutzen kann. Wie F für Taschenlampe steht, könnte es ja auch einen Knopf für das Feuerzeug geben. Das wäre jetzt so klug. Okay, das war einfach nur Inventory. Ich glaube aber nicht. Ja, ich bin gerade alles durchgegangen. Wir versuchen es nochmal im dunklen Raum. Nee. Ja, das wäre die andere Möglichkeit. F wie Flashlight, Shift to Run, Tab, Scroll, Quick Inventory, Interact, Examine, Hide, E wie Inventory. Also es hat nichts. Es gibt hier nichts. Leider nicht. Ich glaube, ich muss tatsächlich schon direkt hier neu starten und halt nochmal spielen, ohne die Taschenlampe zu verbrauchen. Ich glaube, das ist gerade ein kleines Problem. Wir lassen uns mal da oben von diesem anderen bösen Tierteil killen, wie auch immer. Mal gucken, was das macht. Das andere wirft Messer, haben wir gesehen. Was machst du? Hallo. Oh, du kreist mich von unten. Das ist auch nicht nett. Das war auch nicht nett. Aber ich denke, das muss wirklich neu gestartet werden. Sehr schade. Hier wird auch nicht mehr drin sein, ne. Das Problem ist halt, es gibt auch keine Speicher. Plätze. Nur Continue oder Ding, weil es halt ein Autospeichern ist. Aber naja. Du hast vor, diesen Job zu behalten, James. Dann musst du besser damit umgehen können. Mach das, lad dir mal die Demo. Aber ich glaube, da sind schon Unterschiede drin. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass hier Teile davon passiert sind. Ehrlich gesagt. Mach das mal. Die Demo ist sehr zu empfehlen. Auf Steam. Ah, my leg hurt. Ach, stimmt ja. Wir fangen ja mit Verletzungen an.
Ja, ich glaube, das Ding war rechts von uns. Ja, ich weiß, dass das eine Map ist. Das ist ein bisschen uncool, dass wir da wieder zurücklaufen müssen. Und erst wieder das Medikit finden und die ganzen anderen Sachen finden. Das weiß ich nicht, ob es auf anderen Konsolen überhaupt erscheint. Also ich weiß nur, dass das Spiel auf Steam aktuell nicht zu kaufen ist. Das wird auf Steam noch kommen. Es ist aber auf einer anderen Möglichkeit zu holen. Und zwar hier. Das geht leider nicht im YouTube-Chat, das tut mir leid. Aber hier gibt es alle Infos. Auf GameJolt.com. Könnt ihr auch gerne einfach mal schauen. Da gibt es das Spiel und da kann man sich es kaufen. GameJolt.com Games Allen. Gibt es auch einen kleinen Dev-Blog. Informationen zu den Entwicklungen. Da gibt es auch den Discord-Channel. Ja, du bist dieses tolle Etwas hier. So, einmal eine Batterie. Ich glaube, hier war sonst nichts. Genau. Und wir müssen wieder langsam zurückgehen. Wirklich langsam. Links noch weiter nach links. Okay, noch verschlossen. Dann holen wir uns das Medikit. Lauf schneller, Alan. Das ist nicht Alan, das ist James. Alan ist das verschwundene Mädchen, das wir suchen, Oni. Aber er wird bald rennen können, sobald ich im Badezimmer war. Da gibt es ein Medikit und dann ist auf einmal alles wieder gut. Ich meine, das kennt man ja nicht anders. Gibt es eine coole Folge von The Quest, die Serie. Im Englischen The Labyrinth. Mit Noah Wyle, der ja auch schon im Film mitgemacht hat. Nein, so schnell bin ich nicht, Garg. Das weißt du genau. Es kommt mit dem Alter. Du kennst dich damit ja aus. Ist das Rotten Food? Wartet hier. Anyways. Und immer schön langsam weitergehen. Gut, die Story brauche ich jetzt nicht mal lesen. Das kennen wir schon alles. Ja, ich weiß, dass ich theoretisch I drücken könnte. Will ich aber nicht. Ich will an den Punkt kommen, an dem wir schon mal waren. Dann hoffe ich, dass du nicht irgendwie im Erdgeschoss oder so wohnst. Das wäre schwierig mit einem Chopper. Es war gar nicht im Badezimmer. Hier gibt es das Medikit, genau. Ja, das ist aber nicht schwer. So, jetzt gehst du auf. Geh auf. Na also. Auf geht's. Und zack. Schon können wir rennen. Jetzt müssen wir die Taschenlampe finden. It's locked. Okay, dann müssen wir wieder zurück. Wo war das denn jetzt? Als ob ich mir sowas merken würde. Hier war nichts drin. Ach stimmt, das verrottete Fressen ist jetzt weg. Wohlbert dann sehr erstaunt ist, der James. So, nicht ganz so lange rennen. Oh mein Gott, wo ist das Essen hin? Naja, egal, wir gehen weiter.
Da kriegen wir nachher den Weg durch, wenn wir die Axt gefunden haben. Bist du inzwischen möglich, hier was zu machen? Nö, ich glaube, hier passiert auch gar nichts mehr, gell? Bisher zumindest. Puppe kann ich eh nicht mitnehmen. Dann sollten wir uns diesen Raum erstmal gekonnt aus dem Gedächtnis streichen. Ach, du bist jetzt offen. Ich hoffe, dass der Kater nicht da ist. Sonst wird gleich fies für ihn. Danke. Taschenlampe funktioniert und Katze tot. Stimmt, das war das andere Bild. Gehen wir weiter. Das Katzenfutter braucht sie auch nicht mehr. Das heißt, das kann ich jetzt ab sofort nehmen, wenn sie irgendwann gefährlich wird. Aber wir haben auch genug Pflanzen da. Weiter links ging es nicht. Hier war nichts drin. Also können wir jetzt eigentlich, glaube ich, komplett bis nach rechts durchstürmen. Oder an dieses Kind kommt, was uns dann in diese Traumwelt zieht oder so auch immer. Genau. Hallo. Ein weiterer Fall. Für James. Oder von James. Mir ist gerade nicht sicher. Gibt es auf YouTube oder Twitch irgendwie Probleme gerade vom Stream? Weil WeStream hat mir eine Warnung gegeben. Don't worry, James. You are not dead. I can't speak for long. They might find out I'm talking to you. I know why you came to our house, James. You're looking for me. You're probably very confused, but I'll help you as much as I can. I have to go now. We'll meet again soon enough. Just make sure you stay away from the shadows. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, wo das Problem ist. Hoffe ich. Wieder ein bisschen Backstory. Ich glaube, es gab gerade wirklich Probleme. Zumindest vermute ich das. Ja, ich glaube, es gibt Probleme. So, einmal ganz kurz in den Chat reingeschrieben. In beide Chats, natürlich. Für den Fall, dass da jemand ist, der antworten kann. Läuft alles? Nee, weil ich habe dauernd von WeStream Warnung bekommen, deswegen. Aber gut, wenn alles läuft, ist ja top. Dann kann es ja weitergehen. So, dieses Viech kam. Wir sind nicht tot. Ellen hat mit uns gesprochen, was ich sehr nett von ihr finde. Muss man ihr hoch anrechnen. Und ich behalte jetzt auch die Taschenlampen, solange es geht. Damit wir wieder an den Punkt kommen, an dem wir vorhin waren.
Ach genau, die Tür ist jetzt auf. Da kann ich jetzt rein. Ja, du hörst jemanden, ist aber egal. So, wir können hier alles ignorieren. Außer das hier. It's freezing, ja, ich weiß. Ah, da war noch was. Und das brauchen wir auch, weil das der Code ist, den wir gleich brauchen. Und tot. Danke. Dann wieder weitergehen. Wir waren da. Ich glaube, es geht rechts rum weiter. Bisschen Ausdauer sparen. Jetzt kommen wir wieder daran vorbei. Das ging nicht. Hier haben wir das Guckloch. Okay. So, jetzt sind wir wieder hier. Perfekt. Jetzt müssen wir hier nochmal schauen. Okay, noch weiter nach rechts geht erstmal nicht. Das war jetzt hier drinne. Die Kiste öffnen, genau. Das war's. Und das war der 21.07. Ich glaube 89. Jawohl. Das habe ich mir gut gemerkt. Was haben wir jetzt nochmal im Inventar? Der Schlüssel für Barons Büro. So, die Uhr läuft wieder. Überraschung. Ganz kurz nochmal das Ganze wiederholen. Ach stimmt, die Carla erschießt sich jetzt. Eiskalt. Einfach weitergehen. Als wäre da gar nichts passiert. Ist viel einfacher. So, jetzt können wir nämlich den Schrank öffnen. Wenn wir dann noch ins Inventar ziehen würden, ginge das sogar. Zack. Nee, der ist eiskalt. Jetzt können wir die aber auch gleich ins Inventar ziehen. Hallo, es ist James. Er ist eiskalt. James McCool ist sein Name. Ach, dann kommt dieses Rätsel wieder. Was natürlich jetzt peinlich ist, wenn man es beim zweiten Mal nicht so schnell löst wie beim ersten Mal. Wieso bin ich der eiskalte Psycho? Ich heiße nicht James McCool. Er hat nicht gezockt. Und er ist Linkshänder. Ja, machst du. Okay. Oh, was ich aber hier gut finde, ist, dass die Rätsel, glaube ich, nicht immer, das Rätsel nicht immer gleich ist. Kann das sein? Ja, stimmt, das sagt alles. So, was war das noch? Ich glaube, das war ein Haus, was wir hier erstellen lassen müssen. Ha. Haha, Gag.
Ich würdige das gar nicht mit einer Antwort. Und ich weiß, dass ich eigentlich damit schon eine Antwort gegeben habe. Das ist mir bewusst. So, jetzt sind wir gleich wieder bei dem Stand. Dann können wir weitergehen. Hoffentlich kann ich diese Viecher jetzt mit dem... Ach ja, komm. Leg dich doch da auf die Couch. Siehst du? James, kurz hinlegen, Beine hochlegen. Alles ist gut. Kann ja nicht schwer sein. Jung. Einfach nur mal ganz kurz ein bisschen entspannen. Und freu dich deines Lebens, das du noch hast. So, haben wir jetzt nicht hier diesen schönen Ballon? Doch, Ballon, genau. Ich weiß. Okay, ich dachte ja, ich könnte jetzt mit dem Licht da weiterkommen. Anscheinend nicht.